So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe mal, mit der vorherigen Folge war alles in Ordnung. Weil, ja, irgendwie hat der OBS das Aufnahmestopp nicht so ganz angenommen und hat dann irgendwie noch ein paar Sekunden weiter aufgenommen. Und dann musste ich dann im Nachhinein das Video dann noch ein bisschen kürzen. Das habe ich einfach mit, wie sieht man das? Sieht man, nee, sieht man nicht. Habe ich denn letztendlich einfach hier mit dem Befehl gemacht? Ein bisschen größer machen hier. Habe ich quasi einfach das Video dann manuell abgeschnitten und den Audio-Codec und den Video-Codec halt einfach auf, ne, einfach übernommen, also ohne transkodieren quasi. Ich hoffe mal, YouTube kommt damit klar, weil die Videodatei an sich ist so natürlich komplett fehlerfrei. Die Frage ist halt, ich habe sowas halt noch nie im Zusammenhang mit YouTube gemacht. Nicht, dass da YouTube mit irgendwas nicht klarkommt. Wir werden sehen. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ah, okay, sehr gut jetzt. Was? Genau, ich wollte das da. So. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, genau, das ist. Nee, doch, genau. Alles in Ordnung. Okay, let's go. Bevor noch das Jugendamt kommt. Nicht das Jugendamt. Wer ist das? Mein Magnum-Ding. Wow. Auf der Feder ist ganz schön gespannt, mein Freund. Ich geh mal runter hier. Da hält sich am Kopf mehr aus. Ey, boy. So. Aber mal das ganze Intro wieder angesehen hier. Auch schon lange her. Achso, beim allerersten Video habe ich es gemacht, ne? Da mache ich ja eigentlich sowas immer gerne, aber egal. Ja, wir sind gerade, genau, wir sind mitten in der Schwertransportfahrtmission. Nein, was? Doch, Schwerfahrt? Schwertransport. Schwerlasttransportfahrt. So rum. Mission. Schwerlasttransportfahrtmission. Mann, ist das. Wer kommt auf so. Das ist doch. Brrr. Let's go! I'm always white. White? Siehst du da hinten diese grünen Schilder, wie die sich gerade erst noch so nach 30 Jahren aufgebaut haben? Ich muss hierbei sogar nach links. Keep white. Leck das mal am Arsch. Siehst du? 3 Meter vor der Abbiegung, sagt sie. Keep left. Melissa. Also das vielleicht von Anfang an. Ich fahre jetzt schon schnell, by the way. Uiuiuiui. So. Wird doch schon wieder dunkel hier. Warte, los. Weißt du, ich sag gerade noch, ich fahre ganz schön schnell und halt die W-Taste einfach gedrückt, so das Normalste auf der Welt. Was ist das da? Was ist denn das da? Wenn ich die Motorbremse aktiviere, kommt er im Drehzahlbereich. Immer so ein grüner Bereich. Ist das einfach dieser Bereich, in dem die Motorbremse am effektivsten ist, oder was? Ich meine. Nettes Feature, ja, aber. Am Anfang eher verwirrend als alles andere. Schätze ich mal. Ich meine, gut, im echten Leben bekommt man mit so einem LKW auch ein Handbuch, ne? Und da ist ja alles erklärt. Da ist man dann nicht so verwirrt wie ich jetzt gerade hier. Aber. Ich meine, man muss schon sagen, ist schon schnieke LKW, ja. Da hat man alles schön auf dem Bildschirm. Da hat man, ne? Da hat man die Batteriespannung. Auch nur 14 Volt? Sag mal, LKWs haben noch 24 Volt, oder?
Oder bin ich da komplett einen Bären aufgesessen? Ja, wie gesagt, ne, Batterie sieht man, vor allem Motordrehzahl, Geschwindigkeit, man sieht auch den Speedometer. Man sieht aber nicht, wie ich. Ach doch, als gelber Pfeil, sehr stylisch. Also eigentlich alles da, was man braucht im Leben, ne? Ist eigentlich ganz cool. Oh, jetzt sehe ich genau, wo der Speedometer ist und ob ich immer oder unterm Speedometer bin. Manometer, was ein Speedometer. Ja, finde ich ganz geil eigentlich, ne? Schon mal so sagen. Das da unten rechts ist wahrscheinlich der Luftdruck, genau. Wow. Diese Leitplanke hätte gerade mein gesamtes Leben beenden können innerhalb einer Sekunde. Hei. Und dann haben wir auch noch die Consumption. Also hier den Verbrauch. Ich weiß nicht mal, wie man das Wort richtig ausspricht. Ach ne, was denn da schon wieder los? Ach Leute. Eine Umleitung. Hab einen Platz hier. Ey, Panier, ich muss hier mal. Oi. Let's find a new route. Ja, was? Wo führt denn die Route lang? Ja, Wow. Da war ich hier so schön rum. Dann nicht zurück. Da ist aber die Umleitung immer noch da. Dann muss ich wieder rumfahren. Dann fährt er wieder zurück. Umleitung immer noch da. Dann wieder rum. Ich meine, irgendwann wäre die Umleitung im Echten vielleicht weg, aber ich glaube, im Spiel verschwindet die nicht. Da verschwindet die erst, wenn der gesamte Bereich despawnt oder irgendwie so. Und da könnte ich also ewig im Kreis fahren. Ja, das hilft uns nicht weiter. Müssen wir mal hier. Ja, wie mache ich das am dümmsten? Mach ich mal das hier. So. Jetzt. Wow, Alter, wo schickt die uns denn? Ach du Kacke. Nee, gut, dann machen wir es komplett alleine. Denn, versuche ich einfach hier hinten zu wenden oder so. Das wird natürlich mit dem Auflieger eine ganz schöne Kacke. Aber. Ah. Hier hinten komplett rumfahren, ich meine, wenn es sein muss, ist es halt so, ne? Kann man auch nichts gegen machen, aber. Okay, eine Scheiße hier. Ich meine, vielleicht, wenn ich mich ganz gut anstelle, komme ich direkt. Ja, doch, ich komme hier direkt rum. Das heißt, machen wir jetzt hier Doppelblinker an. Hä? So. Und dann fahre ich hier einfach mal ganz vorsichtig. Da ist alles frei, da ist alles frei. Dann fahre ich jetzt hier einfach mal über die Straße drüber. Ah, ich hoffe mal, wenn das ein Baufahrzeug macht, dann hat damit keiner Probleme. Und wenn doch, ist das nicht mein Problem. Ja. So, dann haben wir jetzt hier schön, was auch immer da oben abging, um Shift. Ja, und dann ist aber auch gut, ne? Also, von daher. Let's go. Sowas kann ein natürlicher Navigator nie vorschlagen, weil das sind ja natürlich außergewöhnliche Wendemanöver oder sowas, ne? Ich meine, wie gesagt, im Echten hat damit wahrscheinlich ein Baufahrzeug, wenn ein Baufahrzeug halt mal rumrangieren muss auf der Straße, wahrscheinlich keiner ein Problem, gerade wenn die Straße sowieso in dem Moment leer ist. Ja, wie gesagt, ein Navi wird dir sowas halt nie vorschlagen, also. Für den gibt es halt nur die klassischen Spuren, die halt an der Stelle einprogrammiert sind und die führen halt nicht quer zur Straße auf einmal. Also kann er da auch keine Route errechnen. Ist halt so. Wobei mich halt natürlich schon die Frage stellt, ob es vielleicht doch irgendwelche sehr cleveren Navis gibt, die das Ganze vielleicht doch als nicht als Pfade berechnet. Ne, weil die Straße hier zum Beispiel. Für eine Autobahn ist das eine Spur und noch eine Spur. Und an manchen Stellen gibt es dann halt Kreuzungen, wo man von der einen Spur auf die andere Spur wechseln kann, laut dem Navi. Aber ansonsten ist für das Navi das beides getrennte Spuren. Das heißt, Navi wird jetzt niemals vorschlagen, einfach mal von einer Spur auf die andere zu wechseln, einfach mal so. Sondern nur an den Punkten, wo eine Kreuzung quasi einprogrammiert ist.
Also eine Überschneidung dieser beiden Dinger da. So wie auch bei der Bahn. Ne? Wenn du bei der Bahn zwei Gleise hast, kann der Zug auch nicht einfach von einem Gleis aufs andere hopsen. Sondern da brauchst du auch diese komischen weichen Stücke. Und genau sowas ist quasi bei den Navigatoren eigentlich auch einprogrammiert, so wie ich es weiß. Ne? Also wieder gefährliches Halbwissen alles. Ne? Und eben, solange wie solche Stücke halt nicht einprogrammiert sind, weiß es natürlich auch nicht, dass du einfach mal quer zur, also so wenden kannst. Ich meine, kann natürlich sein, dass es so eine speziellen Navigatoren gibt für so Baufahrzeuge oder Schwerlasttransporte. Aber solche Routen, wie die einem teilweise vorschlagen, wage ich das dann doch zu bezweifeln. Weil solche müssten halt erstmal auch eingepflegt werden. Auch die Routen müssen ja irgendwo erstmal aufgelesen und einprogrammiert werden. Und ich glaube mal, die Mühe macht sich keiner. Dafür ist einfach der Markt nicht da. Da bräuchtest du wirklich schon ein Auto. Wieso ist es nur für 55 erlaubt hier? Holy moly, man, fühlt sich schnell. Ne, da bräuchtest du wirklich schon ein Navi, der die Straße als volumetrisches Gebilde erkennt und dann selbst sagen kann, okay, von da bis da geht die Straße, in diesem Rahmen kann ich fahren und in dem Rahmen kann ich also auch eine Route berechnen. Aber wie gesagt, so weit sind die Navis noch nicht, bei weitem nicht. Vielleicht jetzt mit den ganzen selbstfahrenden Autos, weil da wäre sowas halt wirklich sinnvoll, damit die KI in den Autos auch selbst entscheiden kann, okay, nach da kann ich ausweichen, wenn da jetzt eine Person steht oder sowas. Bisher müssen sie sich halt immer auf ihre eigenen Kameras verlassen in dem Moment. Ja, das heißt, sie müssen selber in dem Moment die Umgebung erfassen und sagen, okay, da kann ich ausweichen, weil bis dahin geht die Straße. So, in dem Sinne. Aber wer weiß, vielleicht, wenn es genug solche Autos gibt und die ihre Daten auch schön in eine große Datenbank einspeisen, da gibt es vielleicht irgendwann mal, jetzt kann ich wieder 75 fahren, vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine große Datenbank, wo alle Straßen als volumetrisches Gebilde erfasst sind. Und dann gibt es vielleicht noch Navis, die irgendwann genau auf diese dann aufbauen können. Naja, und dann können Navis vielleicht auch Routen heraussuchen, die normale Navis so nicht ausfinden könnten. Einfach mal so. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber Elke wäre schon zu strugglen, ne? Ich stehe die ganze Zeit mit meinem Gaspedal auf dem Gaspedal. Aber der LKW sagt so, nee, Junge, lass mal nicht machen. Das macht der Motor gerade irgendwie nicht so. Schön, wie sich hier auch der Fall so beendet verändert, ne? Weil wenn ich jetzt hochgehe. Achso, okay, hör jetzt, das geht nicht. Schade. So. Ja. Schöne Fracht. So, wieso haben wir eigentlich keine Musik an? Warum sagt mir das aber auch keiner? Oh Mann, Alter, links sind die ein bisschen Fahrzeug. Ich kann also nicht überholen. Kann ich überholen? Und die Formel, die fahren ultra langsam. Ach nee. Man darf nur 65 fahren. Alter. Warum wechseln die so oft die Geschwindigkeitsbegrenzung? Das ist doch verrückt. Da kann man doch. Ist ja. God damn it. Also, jetzt wieder 75. Weiß ich mal eigentlich irgendwie oder was oder wer oder wie oder wo? Jetzt sind wir wieder 65. Oh Leute, jetzt werdet ihr euch mal einig hier. Ist doch nicht mehr normal. Oh,
Und dann wundern sich alle, warum die Fahrzeuge so viel Sprit verbrauchen. Ist doch klar, wenn selbst auf der Autobahn Stop and Go ist, erst muss man beschleunigen auf 75, sonst hupt man die ganzen Fahrzeuge an, wenn man zu langsam fährt. Ja, und dann fährt man langsam, dann fährt man schnell. Und dann heißt es im nächsten Moment, aber jetzt musst du wieder langsam fahren. Also jetzt musst du wieder bremsen und dein gesamtes Momentum verschwenden. Ja? Also. Nee. Ich dachte gerade, die Amis sind ein bisschen liberaler. Ja? Dass die einfach mal weite Strecken haben, wo die Geschwindigkeit gleich bleibt. Aber nee, nicht so. Oh. 45 Pound. Tonnen. Sehr gut. Was? Ich darf nur 50 fahren? 15? Okay. Dann krieg ich mir mal zum Erfolg. Was? Ah, ich darf wieder 65 fahren. Yay! Wupp, wupp, wupp. Freie Fahrt. Da kommt der Fahrzeug. Ah, der braucht ein bisschen. Was hat dieses Economy 17? Das da, die 17 da. Jetzt 18. Was sind das? 18 Eierkuchen? 18, was? Ist das eine Economy-Klasse, die dann irgendwas bedeutet? Oder wer oder wie oder was? Man weiß es nicht. Super. Er ist hier 75er bereit, heißt die anderen Königin auch. Hat sich das Überholen direkt wieder gelohnt. Naja. Was ist mit der anderen LKW passiert? Jetzt aber mal weg. Ja, wir haben noch 200 Meilen vor uns. Eigentlich wollte ich aber danach der Folge aufhören mit der Aufnahme. Aber jetzt aber was, komm, ich spiele mal ein bisschen rum hier. Ja, wir hätten eigentlich das so lassen können und einfach hier aufsetzen. Mal gucken, was wir so aus dem LKW rausholen können mit der Ladung. Wow. Ah, erschreckend wenig. Geht's doch gerade ein bisschen bergauf, ja, aber.
erstmal wieder bis bergab gehen, damit wir richtig schon Speed holen können hier. So richtig schon 350 Kilometer pro Stunde. Ah, ja, sieht doch schon besser aus hier. Ja, 77. Was war's? 78. Ich dachte schon, das Grill ist ein bisschen schneller hier hoch. Also geht schon wieder bergauf hier. Vorne blockiert schon wieder ein LKW die genannte Strecke. Ist doch nicht wahr hier, Leute. Was ist denn los mit euch? Egal, im Speedmodus kann ich zum Glück auch hier. Wurm, Alter, was machen die hier? Die pennen ja hier alle. Alle bekloppt hier. So, erstmal die 80 Meilen pro Stunde Marke geknackt hier. Schaffen wir 90? Schaffen wir wieder 85? Ja, 85 dürfen wir auf jeden Fall schaffen. Aber 90? Ja. So wie der rumstruggelt. Vor allem so häufig, wie es hier bergauf geht. Ja. Schwierig. Wenn es eine längere Strecke bergab gehen würde, dann vielleicht, aber... Ich hab nichts gesagt, Und schon haben wir die 90 Marke geknackt und... Na komm, nein! Ist nicht dein Ernst. Jetzt sind die Beine erknackt. Also, ich verarschen jetzt hier. Komm, jetzt aber. 89 und jawohl, ja geht doch. Meine Fresse. Und der Tacho ist bereits zu Ende. Mehr als 90 kann er nicht. Ich meine, gut, für mehr als 90 mph ist so ein LKW auch eigentlich nicht ausgelegt, aber wem interessiert es? Ist ein Schluss, wenn es irgendjemand interessieren würde. Außer vielleicht ruft doch die Polizei. Oh, da geht es schnell bergab. Jetzt bin ich aber mal gespannt hier. Oha. 94, 95, oh, ich habe ja. Oh, ja, nee, 100 schaffen wir leider nicht. Schade. Das wäre es ja gewesen jetzt. Schade. Ah, jetzt schieße ich ein Stück bergauf hier. Oh, da vorne kommt eine relativ enge Kurve. Komm mal, die packen wir. Ah, doch, sieht gut aus. Ja, doch, sieht gut aus. Kein Problem, whatsoever. Auf Navi sieht die immer ein bisschen krasser aus, als eigentlich ist. Vor allem, wenn sie noch ein bisschen weiter weg ist. Also auf mäßiger Strecke bleibt irgendwie so bei 90 kleben immer, ne? Na, vorne dürfte ein Auto kleben vor uns. Naja, danke dafür. Diese Dreckschleudern. Hat ja nur noch so ein Mini-Popel da. Also Bruno Leitplanke, ich kann also nicht überholen. Ah, leck mich doch. Mal vorbei hier. Hier kommt der Polarexpress. Ach, aber jetzt da links hin hier. Rechts hier mach ich doch. Ha, hast du davon, Bitch. Was für Chaoten hier unterwegs sind, die Klopfe gehen. So, noch 60 Meilen. Das schaffen wir doch locker. Schaffen wir doch. Wieso nach links? Wenn ich nach rechts muss, ich sagen, oh, da muss ich raus. Haha, lol. Oh, der muss aber auch. Der blockiert mich. Nee, dann bleibe ich doch erstmal links. Also, du siehst da vorne sogar eh wieder nach links. Hm. Na gut. Hä? Also, der ist doch gar nicht unser Ziel. Dafür dachte ich, dieses grüne Symbol da, dieses, ne, dass wir ein Haus kaufen können. Dachte irgendwie, das ist das Ziel. Hm? Oh, das war gerade ein bisschen sehr eng. Ich dachte, das schaffen wir so locker, flockig, so drauf vorbei. Aber ne, war ein bisschen eng. Egal, viel Schaden haben wir keinen bekommen. Von daher alles gut. Du hast auch einen Aussichtspunkt entdeckt. Ja, ich fliege ja auch gerade.
Boah, da ist schon wieder so eine, ist schon wieder so eine riesig krasse Kreuzung. Ah, das schon. Hier. Ja. Einfach mal so vierlagig. 1, 2, 3. Ah ja, also, ja. Ah, das sind so die riesigen Autobahnkreuzungen, die halt in Amerika so häufig sind. Ah, ist schon echt krank. So, dann mal hier rechts. Unser Navi bittet uns darum. Dieser Bitte werden wir mal nachgehen. Also, das haben wir aber eine relativ glatte Strecke hier, ne? Ob wir jetzt so die 100 knacken, glaube ich kaum. Ich glaube, wie gesagt, bei relativ flacher Strecke bleiben wir wahrscheinlich eher so bei 90 hängen. Viel mehr schaffen wir garantiert nicht. So, da vorne ist der Ausgang. Das heißt, jetzt muss ich auch rechts bleiben. Sagt er und guckt nach links ab. Maria Josef. Alter, was ist das denn hier für ein Lied, Alter? Krasse, geile Kacke. Ah, ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Ist das eine scheiß Idee? Das ist eine scheiß Idee. Oh, ich hab so gebremst. Wow. Interessant, wie schnell er da vor uns immer bremsen kann. Schade, dürfte er keinen bekommen, genau. Weil wir schon relativ nah an der Geschwindigkeit angepasst waren, als wir auf ihn aufgefahren sind. Ha. Und er hat dann ja bloß noch beim Bremsen geholfen. Danke dafür. Nein! Oh. Was war das gerade mit dem Lied? Das hat er einfach abgebrochen. Was war das denn gerade für ein Lied? Ich wusste gar nicht, dass No Copyright Sound so eine Scheiße baut, dass sie einfach Lieder abhacken. Oder war das Lied zu lang für ATS? Hm. Sehr suspekt, das Ganze. So, ich sollte mal blinken. Ah! Die Ampel hätte ich beinahe mitgenommen. Hab gerade kurz vergessen, dass wir einen relativ langen Auflieger drauf haben. Ha! Kann ja mal passieren. Wow, wow, wow! Ich glaube, da hat mich gerade der Auflieger ein bisschen nach außen gedrückt. Komm, fahr. Willst du abbiegen oder was? Scheinbar ja. Ah ne, er lässt es doch. Will er. So, wohin jetzt? Da. Ein Stück. So. Krasse Scheiße. Bumm. Hat sich ganz gereicht. Cool. Jetzt können wir mal richtigen Speicherpunkt hier machen, ne? Spielstand 1. Der A? Ich mach 1. So. Okay. Okay. Ja. Gut. Dann soll es das mit der Folge auch erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn es dann heißt, vielleicht gucke ich mal für die nächste Folge ein bisschen nach etwas Speziellem. Ich meine, ihr wisst sowieso schon, was ich damit meine, aber vielleicht sind einige doch noch überrascht. Vielleicht auch verstört ein bisschen, ja? Von der Tragweite meiner absoluten
Krankheit nach diesen Dingen, die da kommen werden, vielleicht? Doch, schätze mal schon. Ja. Ja, das wird ganz interessant. Ja. Ich sag mal so, wir werden sehen. Bis dann. Kauft mein Merch. Ich hab zwar gar keinen, aber ist jetzt auch völlig egal.